Truppe. Okay, jetzt begib dich zu den Trümmerfeldern, ja. Ich habe dabei, was du haben wolltest. Hier. Tolle Arbeit, Eve. Wie war es denn so in der Stadt? Irgendwie traurig. So menschenleer und verlassen. Wie dem auch sei. Reisen wir ins Ödland, Adam. Naja, leider gibt es immer noch Probleme mit dem Lenksystem des Tetrapods. Deswegen befürchte ich, dass wir jetzt noch nicht aufbrechen können. Noch. Und wann bist du damit fertig? Höchstwahrscheinlich wird das den ganzen Tag dauern. Dann gehe ich zu Fuß voraus. Du kannst mich mit der Drohne begleiten. Das war so klar. Was? Das Ödland ist viel größer, als du denkst. Ich kann hier nicht untätig herumsitzen. Außerdem würde ich das Ödland gern mit eigenen Augen sehen. Ist das nicht so ein Battlebot oder so? Na gut, ich unterstütze dich mit der Drohne. Bitte sei vorsichtig. Wolltet ihr auch nicht mitkommen? Bin ich. Na gut, gucken wir mal, was wir machen können. Zum Ödland geht's da lang. Das habe ich mir schon fast gedacht, ist nämlich der einzige Ausgang, andere Ausgang der Stadt. Eve, ich habe dir was verschwiegen. Höchste Zeit, dass diese Drohne ein Upgrade kriegt. Komm her. Was hast du mir denn verschwiegen? Ich möchte mit ins Ödland. Besorg einfach die Materialien. Warte mal. Ich möchte mit ins Ödland. Das ist die große Eröffnung von Lil... Ah, nee, ich habe gar kein Upgrade-Modul. Noch. So, jetzt will ich mal was gucken. Modifikation. Schild 100. Ich will gucken, ob ich meinen Schaden erhöhen soll. Beta-Energie, Beta-Angriffs-, Kombo-Angriffskraft. Angriffskraft bei wenig LP, Schaden gegen Schilde, Schadensverringerung wäre auch nicht schlecht. Du kannst Standardausrüstung nicht ablegen. Oh, komm schon. Kanalratte. Oh, so lame. Wie? Da unten ist was. Wie komme ich da runter? Wait a damn minute. Lol. Okay, das ist cool. Olong-Tee. Sag mal, ist das ein Werbeding oder was? Lilly? Was ist das? Sieht merkwürdig aus. Oh, das ist eine Dose. Das war früher ein Behältnis, um Elektrolytlösung zu lagern. Eine Dose? Ich mag sie. Ich kann davon verschiedene Daten ablesen. Das ist zwar nicht viel, aber ich spüre noch ein paar Erinnerungen. Oh wei. Das ist eine Beschreibung oder Werbung für die Elektrolytlösung. Witzig, dass du dich für so ein altes Ding interessierst. Nun, sie hat schon irgendwie was.
Wenn du dir solche Sorgen um sie machst, kann ich einen Schrank bauen, um sie zu verstauen. Klingt gut. Oh wei. Solange es keine Umstände macht. Ach, für die einzig wahre Lily Artemis ist das ein Kinderspiel. Ein bisschen von sich selbst überzeugt, ich mach gleich an die Arbeit. Dann können wir eine Sammlung anlegen. Na dann. Danke. Engel, du wirst nützliche Infos brauchen, wenn du außerhalb von Zion operierst. Wusstest du, dass in der Stadt eine Infohändlerin ist? Du solltest diese Person mal kennenlernen, trotz ihrer Persönlichkeit. Okay. Ja, können wir mal machen. Ich habe zwar keine Ahnung, warum ich mit ihr sprechen soll, aber von mir aus. Etwas unordentlich, aber es sollte helfen, den aktuellen Status der Stadt zu erfassen. Xion im Ödland findest du schwarze Brett mit Aufträgen. Du kannst Bürgern helfen, nehmen irgendwelche Aufträge, okay? Einfaches Rätsel. What the fuck? Ich will mit jemandem spielen. Wie wär's damit? Ja, ein einfaches Rätsel und muss versuchen, es zu lösen. Wenn du die richtige Antwort im Eingabegebiet am Lift zur Audienzzimmer eingibst, kriegst du deine Belohnung von mir. Aber nicht einfach losraten, okay? Was? Hä? Verstehe ich nicht. Finde die Katze. Dornröschen. Vermisster Ehemann. Mein Ehemann ist ein Ingenieur, der Wartungsarbeiten an der Wiege durchgeführt hat. Er hat urplötzlich ohne ein Wort seinen Job gekündigt. Seiner Körperzelle ist nicht mehr viel Zeit übrig, also habe ich versucht, Verständnis zu zeigen, aber das hat sich bis zum bitteren Ende geweigert, in die Wiege zu gehen. Er hat mir nie erklärt, warum. Aber was spricht denn gegen die Wiege? Die Eingabeeinheit ist unten beim Lift zum Audienzzimmer. Eine Katze auf der Erde? In seiner Wiege? Die ist hinter dem Audienzzimmer, oder? Ich habe keine Ahnung. Das ist ja ein schöner Scheiß. Engel, schön dich kennenzulernen. Du führst doch was im Schilde, oder? Hm, okay. Du bist ziemlich clever. Die Leute hier vergleichen mich gern mit einer Schlange. Ich bin Roxanne. Betrachte mich als eine Infohändlerin. Infohändlerin? Ja. Praktische Dinge. Tratsch, Erpressung, Ängste, Schwächen. Ich würde sagen, ein bisschen von allem. Okay. Oh, das gefällt mir, Engel. Du bist wirklich meine Lieblingskundin. Ich hab doch noch nicht mal was gekauft, du Eule. Solarturm. Oh wei, so ein Mist. Informationen sind Gold, Silber und Juwelen. Sieh dich um. Nice. Ich hab keine Ahnung, ich werde mir den ganzen Scheiß nicht durchlesen, ich werde es einfach nur kaufen. Um so einer Süßen wie dir zu helfen, tue ich gern alles, was in meiner Macht. Alter Schwede, willst du mich verarschen? Die verkauft also Kostüme. Holy shit. War mir ein Vergnügen, Engel. Wir sehen uns. Bis dann. Okay, pass auf dich auf, Roxanne.
Okay. So. Ah, die muss ich wahrscheinlich erst noch bauen. Hier kriegen wir also auch teilweise Kostüme her. Oh wei, das ist ein einziger Werbespot für Dosengetränke. So. So, Aufspüren des Einsatzziels starten. Nein, hier gibt es noch Missionen. Laufende Mission, finde die Katze. So, wollen wir mal diese scheiß Katze finden. Habe ich keinen Zugriffscode. Okay. Oh wei. Ich will beim Spazierengehen wirklich nicht gestört werden. Ja, ist ja gut. So, muss ich nur gucken, wo ich diese scheiß Katze finde. Oh, boy. Wie öde. Was zum Geier? Kein Wunder, dass der noch Jungfrau ist. Entschuldigung. Wie öde. Hey. Oh, du bist's. Was ist denn öde? Oh, das hast du wohl gehört. Ja, hab ich. Verzeih, ich wollte dich nicht beleidigen, Engel. Ich will keine Entschuldigung. Ich will nur wissen, warum du das gesagt hast. Wo sind wir hier? Das ist mein Laden, Gwen Hair Salon. Ich bin Kasim, der Friseur. Friseur? What the fuck? Ich style dir die Haare, damit du dich selbstbewusster fühlst. Dein Haar ist toll, voller Potenzial. Aber dieses Potenzial ist gerade noch verborgen. Das meinte ich mit öde. Ist das so? Also kannst du mein Haar weniger öde machen? Natürlich. Aber dafür fehlt mir gerade das richtige Werkzeug. Die Scavenger haben mich beklaut. Ohne meine Werkzeuge kann ich nicht arbeiten. Aber sie haben die wahrscheinlich einfach weggeworfen. Sie können die eh nicht gebrauchen. Weggeworfen? Aber wohin? Solche Dinge landen meist auf der Mülldeponie im Ödland. Okay, ich kann danach suchen. Im Gegenzug stylst du mir die Haare. Das klingt gut. Mir fehlen drei Sachen. Schere, Föhn und Glätteisen. Verstanden. Du weißt, wo ich bin, Engel. Oh wei, oh wei, oh wei. Gwen, ich werde dich nie vergessen. Kay. Ich habe keine Ahnung, wer Kay ist. Ich will auf jeden Fall erstmal diese scheiß Katze finden. Gucken wir mal. Komm, kleine Katze, wo bist du denn? Hm.
Das ist die gesuchte schwarze Katze. Aber jetzt ist sie nur noch eine kalte, leere Hülle. Was mache ich denn jetzt? Ja. Oh, das finde ich gut, dass man zurück zum Anfang reisen kann. Ein schwarzes Brett? Gut. So, was haben wir denn hier? Don Röschen. Mir wurde gesagt, dass es hier etwas in Auftrag gäbe, wird es sich vielleicht jemand drum kümmern. Es ist über 3 Jahre her, dass meine geliebte Frau in die Wiege gegangen ist. Schläft sie immer so, noch immer friedlich? Ich würde es gerne selbst überprüfen, aber wegen diverser Gründe kann ich mich der Wiege nicht nähern. Mehr musst du für den Job nicht wissen, das hört sich so falsch an. Kann sich nicht mal abrollen. Mein Mann will sich der Wiege nicht mehr nähern. Ja, das ist schon interessant. Wer weiß, was der da gemacht hat. Wir haben Geld im Brunnen. Da nehme ich mal mit. Wir haben erst kürzlich eine gewisse Organisation entdeckt, die den Ruf unseres Propheten Orkal beschmutzt und die falschen Gerüchte über die Sentinels verstreut. Seien Sie versichert, dass die Äußerungen nicht der Wahrheit entsprechen. Bürger von Xion lassen sich nicht von blöden Ausführungen mitreißen und setzen Sie Vertrauen in uns. Ich muss nach oben. So. Warte mal, da muss ich doch in die Wiege, ne? Die Wiege ist hier, meine ich. So, Juna. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und noch eine gute Nacht. Ja, gute Nacht. Danke fürs Reinschalten, Juna. Ich werde auf jeden Fall noch eine Weile zocken. Ich habe ja sowieso... Aber es ist 2 Wochen Urlaub. Ah, 2 Wochen nur gammeln. Naja, nicht wirklich, aber... ob ich da in die Wiege reinkommen kann. Was sind das Desinfektionskammern? Das kostet doch ultra viel Energie. Hm, Engel. Du hast also die Hyperzelle geborgen. Ich weiß nur nicht, ob das viel nützt. Ich beschäftigt bin. Was glaubst du, wo... Engel? Es tut mir leid. Ich hätte dich wirklich erkennen müssen nach allem, was du für uns getan hast. Gammler. Mal sehen. Wenn ich den Namen in das Lebenserhaltungsgerät eingebe... Gesundheitsstatus positiv. Zustand. Der Ruhemodus ist aktiv und es werden nur die Funktionen für eine minimale Lebenserhaltung ausgeführt. Für die physische Aktivierung wird Energie benötigt. Mitteilung von der schlafenden Person. Such nicht nach mir. Lauf einfach weg, du Idiot. Eine Nachricht? Null. Such nicht nach mir. Lauf einfach weg, du Idiot. Okay, das ist lustig.
Ja, jetzt ist man natürlich mit diesem ganzen Action, jetzt mit dieser ganzen Stadtscheiße beschäftigt. Ein Schwartgurt. Das ist so ein endlos Ding. Niemand glaubt mir. Wir werden von einem falschen Propheten betrogen. Die Wiege gehört nicht den Menschen. Sie gehört den... ja, sie wollen uns zu Nabilos machen. Wartet's nur ab. Das ist der Mann meiner Auftraggeberin. Er mochte weder die Wiege noch Orkel besonders. Tja. Scheiße gelaufen. So. Ein schwarzes Brett? Gut. Money, money, money. So, verlorenes Gerät. In die Höhle Richtung Eingang verloren. Das bedeutet mir sehr viel. Suche auf dem Weg ins Ödland danach. So, meine Frau Donna ist vermisst. Jemand hat gesehen, wie sie in Richtung Ödland aufbrach. Das ist nicht gut. Soll ich helfen? Ja, solltest du. Sieht aus, als... Na gut. So. Ich kann nicht schnell reisen, ne? Scheibengleis, oder? Warte mal. Xion besteht aus Lügen. Ja, ja, geh mich auf den Sack. Ich hab keine Ahnung, was das ist. So, gibt wahrscheinlich viele Daten. Oh, lass mich nicht zurück. Alleine im Pipapo ist das jetzt nicht wirklich. Dann gehe ich mal in diese Richtung. Money! Oder Stuff, keine Ahnung. Je nachdem, wie man es will. Aber scheint mich jetzt alles so Richtung Ödland zu führen. Tagebuch hat er doch nur hier verloren. Engel, du wirst nützliche Infos brauchen. Wusstest du, dass in der Stadt eine... Du solltest diese Person mal kennenlernen. Oh. Ist es das? Es war so lang unter Wasser. Ob es wohl noch funktioniert?
Warum nicht? Ich sollte mir das ansehen. Das verstößt gegen die Regeln. Ich bin nur hier, um in ihre... Was? Das verstößt gegen die Regeln. Ich bin nur hier, um in ihren Gemächern zu putzen. Okay, ist das wirklich der einzige Grund, warum du in meinem Zimmer bist? Ich verstehe nicht. Ich bin nur ein humanoides Dienstmädchen. Ganz genau, 003. Deshalb mag ich dich so. Dich und deinen starken Antrieb und deine filigranen Oh, wei. Was bedeutet das? Die... Oh, kleiner Stalker, kleiner perverser Stalker. Sieht aus, als wäre... Na gut. Oh wei, das geht ja ewig so weiter. Obwohl, ich kann hier viele Sachen holen. Und mit der kann ich ein paar Sachen holen. Ah, Roxanne. Macht schon. Engel, ich bin nicht die... Alter Schwede. War mir ein Vergnügen. Wir sehen uns. Okay. Ja, komm. So, mit der Mission kann ich also erste Kundin. Hole die Gegenstände, um die Kasin gebeten hat, von der Mülldeponie aus dem Ödland. Naja, warum nicht? Jetzt muss ich mal ins Ödland. Ich habe so das Gefühl, so langsam wird es kritisch. Wenn ich jetzt die ganze Zeit hier nur rumpimmel. Au. Heil ich mich wenigstens wieder nach einer Weile. Ich fürchte nicht. Nehme ich mal mit. Verflucht sei das. Ja, ja. So, wer ist denn eigentlich alles noch da? Jona hat sich verabschiedet. So, dann würde ich sagen, keine Ahnung, mein Handy wird wahrscheinlich auch als Zuschauer gezählt, was ein bisschen weird ist. Mission, erste Kundin, ruhmreich in die Vergangenheit. Ja, komm, nehmen wir mal ein paar Sachen mit. Im Zuge wird das Spiel aktuell gerade zu langweilig, er wartet auf den nächsten Boss. Ich weiß gar nicht. Die einsamen Dünen erstrecken sich bis zum Horizont. So eine weitläufige Landschaft habe ich noch nie gesehen. Und doch lauert in jeder Ecke Gefahr. Pass auf, wo du hintrittst. Wenn du einmal nicht aufpasst, segnest du das Zeitliche. Das springe ich jetzt gleich runter. Ich habe die gescannten Koordinaten von Altes Lavoir eingegeben. Los geht's. So. Mal aktivieren. Das Lager hat keinen Strom. Hä? Mal sehen. Es sieht aus, als würde das Lager primär aus Quellen in der Nähe Energie beziehen. Ist wohl ein Problem am Versorgungsnetz. Na super. Und was können wir da machen? Das wird schwierig.
Könnte ja einfach sein. Außerhalb von Zion steht ein Solarturm, der die Einrichtungen dort mit Strom versorgt. Scheint ganz so, als gäbe es ein Problem mit dem Turm. Wir müssen da hin und nachsehen. Lass mich raten, es gibt mehrere Türme. Keine Ahnung, warum da jetzt das Dingsbums gibt. Alter. Ich hab keine Ahnung, was man mit diesem lilan Ding macht. Bitte noch mehr Gegner. Schau, schau ganz genau hin. In diesem Land gibt es keine Hoffnung, nur noch Schmerz und Tod. Die Erde ist am Ende. Okay. Dieser fehlende Fokus, ne? Die Frage ist, wo ist denn dieser scheiß Solarturm da hinten? Das erinnert mich jetzt doch wirklich stark an Dingsbums. Nie Automata, obwohl die Bosskämpfe da auch sehr geil waren. Ja, es hat ein paar Soundbugs. Finde ich. Aber es ist grafisch schön. Aua. Ratte. Dahin muss ich. Meine Fresse. Die überall herkommen. Du bist kein Feigling. Weht dir sowas nicht ein. Wenn du das noch einmal sagst, trete ich dir in den Arsch. Hätte von mir sein können. Mach dir keine Vorwürfe. Ein Scavenger wird man nicht über Nacht. Ausdauer, Infiltration, Überleben, Ökologie, Terrain, Taktiken und vieles mehr. Es gibt wirklich viel, was ein Scavenger so alles wissen muss, um da draußen zu überleben. Schau zu und lern was. Ja, das macht Sinn.
Oh, du Ratte. Also wird langsam knapp hier. What the fuck? Was ist denn das für einer? Komische Viecher. So, dann will ich mal zu diesem Solarturm. Ah, jetzt verstehe ich auch. Ich dachte erst nur, diese vier Solarzellen da oben sind ein bisschen gering. Der Solarturm. Dann sind wir hier wohl richtig. Aber wenn das die Solarzellen... Vielleicht kann sie uns sagen, was los ist. Piep, piep. Hallo. Hallo. Ich bin Service 001. Standarddienstdrohne. Maßnahme durch Administrator nötig. Fehler im Solarturm, Orca A091078CQ. Statusbericht, Neustart fehlgeschlagen. Abdeckung ist fehlerhaft. Maßnahme durch Administrator nötig. Fehler kann durch aktuelle Funktionen der Dienstdrohne nicht behoben werden. Das ist mir schon klar. Stromzufuhr zu nahegelegenen Einrichtungen wird eingestellt. Update, Versorgungslager, Status, inaktiv. Bestätigung durch Administrator nötig. Moment, ich verstehe nicht ganz, was das heißen soll. Meinst du, die Abdeckung des Solarturms ist kaputt? Tut mir leid. Dienstdrohne, Sprachausgabe beschränkt vorhanden. Abdeckung benötigt Bestätigung durch Administrator. Fehler so schnell wie möglich beheben. Ah. Okay, das ist lustig. Ich darf nicht aufgeben. Wenn ich jetzt aufgebe, das Opfer meiner Kameraden wäre bedeutungslos, wenn ich es nur bis zum Solarturm schaffe. Das ist zwar schön, aber es bringt nichts. Weil du genauso am Arsch bist. Naja, gucken wir mal oben, was da los ist. Fuck! Kommst du bitte runter? Oh wei! Hauptsache klettern! Hauptsache klettern. So, kein Wunder, dass hier die Abdeckung im Arsch ist und keiner Bock hat. Au.
Oh, willst du mich verarschen? Oh, nee, ey. Oh, Hauptsache unnötig viele Bewegungen. Dass dieses Spiel diesen Kernpunkt als krasses Problem hat, ist so abnormal abtötend. Aber Hauptsache, die bewegt sich hier filigran und weiblich und Arsch und hast du nicht gesehen. Keine Ahnung, ob ich diese Dingsbums-Drohne oder diese Zielscheibe da abknallen muss. Ich hoffe nicht. Steht vor der Leiter und greift sie nicht. What the fuck? Alter, wie kann man als Entwickler eine Steuerung nur so verkacken? Hauptsache viele Bewegungen rein, ne? Ob es funktioniert? Unglaublich. Ich bin jetzt schon zweimal gestorben, weil die sich einfach nicht präzise steuern lässt. Was ein Müll. Oh my goodness. Und fucking fassbar. Ist da Munition drin? Nö. Systemfehler. Neustart gescheitert. Es gibt offenbar ein Problem mit dem Solarturm. Ach echt? Mach Sachen. Hätte ich gar nicht gedacht. So, und nu? Was zum Geier? Ja, was ist denn jetzt der Solarturm? Es gibt offenbar ein Problem mit dem Solarturm. Ja, ich bin doch am Solarturm. Das ist das Lager. Ich habe keine Ahnung, ob das vielleicht... Hä? Ich hab da keine Lust, jetzt wieder runterzufallen. No. Natürlich sind die wieder da. So, es gibt offensichtlich ein Problem mit dem... Oh, ist das so behindert, ey.
Lager, aktiviere den Solarturm. Ja, ach nee. Mach Sachen. Echt? Wow. Was meinst du, was ich gerade vorgehabt habe? Bestätigung durch Administrator. Maßnahme durch Administrator. No. Was ist denn für eine Abdeckung? Das hier oder was? So, das war jetzt was? Das ist doch keine Abdeckung. Das ist doch keine Abdeckung. Da frage ich jetzt mal nicht. Was zum Geier mache ich hier gerade? What the fuck? Warte mal, vielleicht muss ich das Ding dahin fahren. Ja, 2 und L drehen, okay. Na, da komme ich vielleicht... Ah, ja, jetzt komme ich hier an das letzte Ding. Okay, verstehe. Ich finde aber trotzdem, es hat nichts mit der Abdeckung zu tun. Boah, komm schon, wirklich. Millimeter komme ich da nicht hoch, weil Baum. Nee, es muss doch da sein. Besser kriege ich es hier nicht hin. Ich wüsste nicht, wie ich das hier noch hochkriegen soll. Und da hoch muss ich, das ist klar. Sag mal, willst du mich verarschen, Eve? Oh wei, man kann es auch noch übertreiben. Ich finde, man kann es übertreiben mit der Sprunghöhe, ey. Oh wei, für eine Dose. Für eine fucking Dose. Für eine verfickte Wichsdose.
untersuche den Solarturm und sieh nach, ob du bezüglich des Problems was unternehmen kannst. Ja, hier gab's nichts zum Untersuchen. Hier gab's nur was zum... Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Was ist das hier? Ich habe keine Munition dabei. Oh fuck. Das war knapp. Alter Schwede. Mit so einer bescheuerten Steuerung, die einfach mehr Bewegung als nötig erfordert. Ist doch einfach doof. Kannst du doch nicht spielen, ey. Warum? Was sollte das denn? Warum bist du Fotze nicht auf diese scheiß Wichsleiter gesprungen, ey? Alter Schwede. Ich glaube nicht, dass es das ist. Das hat mit der Abdeckung nichts zu tun. Systemfehler. Neustart gescheitert. Es gibt offenbar ein Problem mit dem Solarturm. Ach nee. Mach Sachen. Wirklich? Nein. Also sowas. Wie? What the fuck? Vielen Dank, Administrator. Vielen Dank. Systemwartung kann jetzt fortgesetzt werden. Gut. Immerhin ist die Drohne intakt. Ja. Neustart erfolgreich. Eigentlich Quatsch, weil normalerweise geht das nicht so schnell. Sind das wie diese Langhälse? Ich habe keine Ahnung, was da im Hintergrund wegfliegt.
aufgehoben? Ich sehe mal nach. Ja, immerhin. Aber mit einem Traumfänger, okay, das ist lustig. Okay, die Musik ist gar nicht schlecht, ich finde die ganz chillig. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt hier runter? Boah, den ganzen Weg wirklich. Da wäre die eben fast von alleine runtergefallen. Neustartsequenz des Solarturms Einrichtung wieder mit Strom. Vielen Dank an den Administrator. Bester Administrator. Administrator des Monats. Weißt du, was Administrator des Monats bedeutet? Nee, keine Ahnung. Bester Administrator ist Administrator des Monats. Solarturm startet. Wartungsarbeiten. Klasse. Jetzt sollten wir das. Diese Dinger. Ich meine, die dort. Das weiß ich nicht. Aber die machen bestimmt so lange weiter, bis sie keine Energie mehr haben. Alter Schwede, das gab ordentlich. Das gab ordentlich, ich will mich nicht beschweren. So, dann guck ich mal, ob ich da hoch kann. An eins von diesen Kacklagern. Kann ich nämlich mal speichern, das schickt nämlich für heute. Extremes Polymer-Etü. Ich würde sagen, da haben wir einiges. So, jetzt will ich nochmal 5 Skillpunkte. Hinterhalt. Ja, es ist. Ja, schwierig. Die sich nicht im Kampf befinden. Also, warum ist das gesperrt? Warum ist das gesperrt? So, was nehme ich denn davon am meisten? Ich bin eigentlich für den Schildbrecher. Schadenssteigerung. Schildbrecher für gegnerischen Schilden. Zusätzlich Schaden zu. Vorübergehend. Gegner Verwendung von angegriffen werden, okay. Mach mal meine Skills. Komm schon. Kann ich nicht einfach das Maximale nehmen? Wollte schon sagen, wenn jetzt jede einzelne Tastaturpatrone hätte es einzeln ausrüsten müssen. Dann wäre das echt scheiße gewesen. Ich alles, ne? Super. Würde ich sagen, ausruhen. Speichern, dann ist gut. Und
die Nacht durchzumachen, ist mir zu... Ist mir zu ruhig. So. Alles klar, so. Ich würde sagen, gute Nacht dir. Mach's gut, mein Lieber. Ne? Tschüss.